So, meine lieben Freunde, willkommen zurück. Wir waren hier in der letzten Folge, haben da so einen Boxkampf, so einen unwichtigen Schwertkampf verloren. Jetzt müssen wir mit unserem Hauptmann reden. Mach dir nichts draus, Junge. Herr Hans ist ein guter Schwertkämpfer. Und wenn du durch Zufall gewonnen hättest, nun, das hätte er nicht so gut aufgenommen. Und jetzt ab ins Rathaus. Der Vogt erwartet dich bereits. Jawohl, Hauptmann. Meine Fresse. Wieso hat der Schild überhaupt in der Hand? Wir müssen jetzt übrigens auch wieder zum Schmied. Ach, weil er das ausgerüstet hat, oder wie? Er hat seine Hände ausgerüstet und das zählt schon als Waffe. Ja gut, ne? Ich meine, mit dem Fangen. Ja, Boxen kann er auch. So, Herr Schmied. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt sei er. Apparatur. Menschen. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Ja, versuchen wir es mal wieder. Mann. Was sagst du dazu? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Endlich eine vernünftige Summe. Ja, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was gespart. Ist jetzt alles wieder repariert? Nee. Ja, müssen wir wegen dem woanders hin? Gibt es hier einen Schneider? Waffenschmied. Rüstungsschmied, da ist er doch. Der Rüstungsschmied, der. Also unsere restlichen Klamotten müssen halt auch gehen. Das ist Kacke. Das ist eine richtige Kacke da, was wir dadurch einfällt. Sozusagen unser gesamter Rüstungswerte eingebüßt haben. Ich glaube, wir müssen zum Rüstungsschmied. Aber wir müssen auch Sachen verkaufen, sonst. Wir sind bald pleite, also das hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich meine. Ein bisschen. Ist hier ein Schneider drin? Eine Schneiderin. Guten Tag. Sehr guten Tag. So. Ach nee. Gott über dich wachen. Schneider, Alter. Beste Grüße. Kannst du was reparieren? Reparaturen. Alles auswählen. Du zahlst. Quatsch. Sprechen wir den Preis. Wie viel habe ich denn überhaupt? Nun, versuchen wir es. Ich hab nicht mehr genug Geld. Habe ich genug Geld, um die Idee bei Null ist, zu reparieren? Behüte dich. Wie hier? Lass uns über den Preis sprechen. Klar, warum nicht? Der ist ein bisschen genervt. Was sagst du dazu? Das ist zu wenig. Also er ist schon ein bisschen angefressen. Zufrieden? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Okay, ich glaube, noch einmal können wir. Endlich eine vernünftige Summe. Ja, gut. Rumpf wieder verbessert. So. Das ist ja mal so eine Kacke, dass der uns die ganzen Rüstungswerte weggeschallert hat.
Eigentlich müssten wir jetzt auch mal selber auf Reisen gehen. Ach, können wir nach Thalenberg schnell reisen? Oh, warte mal kurz. Ach, wir können aber auch überfallen werden, ne? Bitte sag mir nicht, wir werden überfallen. Das wäre richtig unpraktisch. Also unpraktisch, nicht gesagt, aber. Gewinne das Turnier, wenn du kannst. Wieso ist das denn jetzt fehlgeschlagen? Ach, weil wir den. Ja, ich sag ehrlich, ist nicht schade drum. Also, wir holen uns den Schatz und dann haben wir wieder Geld. Das ist doch ein Plan, oder? So. Ab auf die magische Reise nach dem Schatz. Das hier vorne. Das ist hier so ein Steinmetz. Achso. Das ist schon, das wäre. Wir rennen hier mitten in dieses Tatarenlager oder in das Hundenlager. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Lager entdeckt. Doch, klar. Das ist ein Steinmetz. Die haben auch eine Schmiede. Nice. So. Schleifstein. Ist auch gut. So. Wir holen uns den Schatz. Und bin dann Scarlett auch nochmal nieder. So, jetzt hat er den Schild auch nicht mehr in der Hand. Also irgendwie, letzte Folgen haben wir ja auch öfters mal Unfallorte gefunden und irgendwie hat mich das zum Nachdenken gebracht. Also offen gesagt, ist es ja dann so, dass du quasi, egal wo du einen Unfall gebaut hast im Mittelalter, ob du irgendwie, keine Ahnung, 100 Meter vom Dorf noch entfernt warst oder so und dann einfach vom Weg abkommst, dann bist du so gut wie immer tot, wenn du nicht selber wer in der Lage bist, dich zu bewegen. Oder wenn du irgendwie ohnmächtig wirst oder so. Dann bist du ja safe tot. So. Da gibt es gar keine andere Option dann in dem Moment. Und das finde ich offen gesagt. Finde ich das krass. Also wenn man sich das mal vorstellt, wie oft wir schon Unfallorte gefunden haben. Und die sind ja nicht weit vom Weg entfernt. Man sieht ja, dass da irgendwie dass da Leute von der Brücke geflogen sind oder so. Also ist halt schon ein bisschen makaber, aber auch realistisch.
Ui. Na gut, der hatte auch einen ganz speziellen Unfall. Der ist auf ein Seil gestürzt. So. Naja, aber genug der schlechten Witze, weil irgendwie, ich hatte so im ersten Moment dachte ich mir so, hä? Warum liegt denn hier einfach ein Wagen neben dem Weg? Und wird dann so als Unfallort dargestellt. Und aber wenn man sich das mal so vorstellt und überlegt, dann macht das halt einfach Sinn. Es macht halt einfach kacken viel Sinn. Und das ist halt das, was erschreckend ist, eigentlich. So. Aber egal, wir bekommen die Geschichte hier als Rückblende erzählt. Das heißt, wir sind nie irgendwo im Wald gestorben. Wir haben die ganze Kacke überlebt. Ach, Thalenberg. Ich meine Scarlet. Nicht Thalenberg. Denkt ihr, da sind immer noch irgendwelche Banditen oder Hunden oder so? Also mich würde es offen gesagt wundern. Ich fände es aber auch geil, wenn wir einen Begleiter hätten, wenn wir so einen Hund hätten dabei. Also Spitzer ist halt... Über Spitzer allgemein brauchen wir gar nicht reden. Aber... Generell ein Hund als Begleiter, dass man halt quasi man selbst kämpft und der Hund ist da quasi neben und... ja, du sagst halt, der soll angreifen und dann dreht er... Weil ich meine, wir haben das ja schon gesehen. Der Gegner dreht sich einmal um und der ist basically schon tot. Ja, wir sind wieder in der alten, abgebrannten Heimat. Scarlets. Yay. Der Spielernamen? Lol. Schlafen und speichern. So, looten wir den ganzen Ort erstmal leer. Oha! Guten Tag. Hier scheint nicht viel los zu sein. Bist du hier ganz allein geblieben? Oh ja, ganz allein. Die anderen sind entweder tot oder nach Ratai geflohen. Ah. Ach, das tut mir leid zu hören. Und warum bist du ganz allein hier geblieben? Mein Bruder hat sich mit irgendwelchen Landstreichern davon gemacht und als mein Vater starb, musste ich ihm schwören, nie unser Heim zu verlassen. Du hast deinen Schwur sehr ernst genommen. Stimmt. Aber langsam wird's hier wieder gefährlich. Kuman? Wären's nur die, nehme ich mir eine Axt und das wär's. Aber vor ein paar Wochen kam Gesindel vorbei. Sie bettelten mich um Essen an und wollten gar nicht mehr gehen. Wären die noch ein wenig hungriger gewesen, hätten sie Kleinholz aus dem Hof gemacht. Von derartigem Gesindel habe ich auch schon gehört. Diese Wilden haben eine furchtbare Schweinerei hinterlassen. Das war schrecklich. Manche Leute liefen in die Kirche, aber diese Hunde haben schon dort gewartet. Sie wussten, wohin Verzweifelte fliehen. Wo hast du dich versteckt? Gott sei Dank habe ich meine Familie in den Wald geschafft. Ich sehe hier keine Familie. Ich hoffe, die Bastarde haben sie nicht gefunden. Nein, mich findet keiner so leicht, wenn ich's nicht will. Hab meine Frau und ein paar andere nach Ratai geschickt. Ja. Glaubst du, die Menschen werden wieder zurückkommen? Ich weiß nicht, wie es mit den Scarletsern aussieht, aber meine Nachbarn kehren sicher zurück. Sie wollen nur geistlichen Beistand. Du meinst einen Pfarrer? Ja, wenn Krieg ist, kämpfen Adelige, um ihr Land zu beschützen. Aber einfache Leute wollen nur jemanden, der sich um ihre Seelen kümmert. Wohl wahr. Aber für euch war der Scarletser Pfarrer zuständig, oder nicht? Stimmt. Aber seit dem Angriff ist er verschwunden. Jedenfalls ist er nicht bei den anderen Flüchtlingen in Ratai. Das ist wahr.
Dort habe ich ihn nicht gesehen. Sag mal, Junge, könntest du uns nicht helfen, einen Pfarrer für unser Dorf zu finden? Sicher, ich kann mich umhören. Ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Da kann ich sicher helfen. Vor ein paar Jahren gab es einen anderen Pfarrer in Skalitz. Er hieß Simon, glaube ich. Simon? Pater Simon? Ich kenne ihn. Das ist derjenige, der vermisst wird, oder? Ja. Ich will ja keine Gerüchte verbreiten, aber man sagt, er hat sich in eine Haushälterin verliebt. Und dann ist die Arme plötzlich gestorben. Die Geistlichen von heute, Sodom und Gomorra. Sie sind auch nur Männer, mit denselben Schwächen wie wir. Also, um die Geschichte zu beenden, Simon verließ die Gemeinde und floh, wie du weißt. Lange Zeit hat keiner was von ihm gehört oder gesehen, bis er diesen Frühling hier auftauchte. Und was wollte er hier? Tja, gute Frage. Die Leute sagen, er ist Einsiedler geworden. Also gut. Wo finde ich ihn? Kann ich nicht genau sagen. Frag am besten die Eltern von dem Mädchen. Sie leben auf einem Hof in der Nähe und wissen vielleicht was. Er hat vielleicht sogar mit ihnen geredet. Ich gehe zu ihnen und höre mir an, was sie zu sagen haben. Gott sei mit dir, Junge. Ich hoffe, du findest ihn. Wenn mich irgendein Heide absticht, will ich wenigstens ein gutes Begräbnis. Keine Sorge. Ich bringe dir jemanden. Ja. Gut. Wirklich, Leute. Die Leute sind... Das ist schon witzig. So. Wollen wir mal oben reingucken. Die ganzen Leichen sind auch weggeräumt. Was zum Teufel? Finden tut mir ja gar nichts mehr, glaube ich. Ja, perfekt. Leichenfledderer wird es ja auch nicht geben. Ach, wir sind noch vom Ort entfernt. Oh ja. Ja gut, das kann sein, dass die Leute den einfach ignoriert haben. Also die Kumanen. Die Kumannen. Das kann auch sein. Okay, die Leute wurden beerdigt. So, welcome back to Scarlet. Ich glaube, ich mache die Folge auch heute ein bisschen länger, weil wir sind 90% Zeit ja nur überlaufen. Naja, wenn wir ein bisschen längere Folge haben. Ach, das ist da vorne jemand, der aufgehangen wurde. Okay, ja gut. Was ist denn ein Bildstock? LOL. Wieso raucht's denn hier raus? Ist die Mühle wieder besetzt? Ja, Tatsache, die ist wieder besetzt. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Von Banditen. Oder? Trau dich!
Alter! Das nennst du Kippen. Musst du jetzt weinen? Los! Das wird eine... Alter! Nein, sag nicht, ich bin wieder in... Oh Gott, hier wurde gespeichert. Okay, ja gut. Oh mein Gott. Die sind hier vorne. Die Banditen haben die Mühle besetzt. Also. Ja, ich würde einfach sagen, haben wir trotzdem unsere Rüstungswerte eingebüßt? Nein, nicht. Okay, wie machen wir das? Also ich würde sagen, ich gehe nochmal offscreen so weit, dass wir quasi direkt vor der Burg stehen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge und nächste Folge werden wir dann wieder in Scarlet sein. Okay, gut. Aber bis dahin, meine lieben Freunde. Bis dann. Ciao, ciao.